Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Debatte über ein Lobbyregister beginnt eigentlich mit einer bemerkenswerten Pointe. Die Fraktion Die Linke bringt einen Gesetzentwurf zum Thema Lobbyismus ein und lässt diesen Gesetzentwurf selbst sich von einer Lobbyorganisation schreiben. Sie begründet in ihrer Vorlage, dass sie den Vorschlag von Lobby Control aufgegriffen haben. Tatsache ist aber, dass sie ihn wortwörtlich abgeschrieben haben. Also wenn, dann hätten sie den Gesetzentwurf doch ein Stück weit selber erarbeiten sollen, als einfach nur von einer Lobbyorganisation abzuschreiben. Und Frau Kollegin Hasselmann, Sie beklagen hier, dass ein Tabakwerbeverbot nicht vereinbart worden ist. Nun kann man über Tabakwerbeverbote in der Tat trefflich streiten. Ich verstehe aber nicht, wieso Sie auf der einen Seite für ein Tabakwerbeverbot eintreten und jetzt gleich in der anderen nächsten Debatte die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisieren wollen. Beides schützt Leben. Das passt auch nicht zusammen. Meine Damen und Herren, die parlamentarische Demokratie lebt vom Interessenausgleich. Und zum Interessenausgleich gehört auch die Abwägung von Meinungen und die kluge Suche nach den besten Lösungen für unsere Gesetzesentwürfe. Deswegen haben wir selbstverständlich Anhörungen im Deutschen Bundestag, auch mit externen Sachverständigen. Abgeordnete informieren sich nicht nur im Wahlkreis, sondern auch ganz konkret bei denjenigen, die von Gesetzgebungsvorhaben betroffen sind. Das ist Normalität in einer parlamentarischen Demokratie. Ein Parlament, das sich abschottet und keine Meinungen von außen zulässt, das wird seinem Auftrag nicht gerecht. Und wir sollten uns davor hüten, jede Vertretung von Interessen gleich unter einen Generalverdacht zu stellen. So eine Interessenvertretung gehört zur Demokratie dazu. Die Grenze ist da überschritten, wo die Interessenvertretung unlautere Ziele verfolgt. Und das müssen wir eindämmen, gar keine Frage. Aber Ihr Gesetzentwurf wird dieser Aufgabe nicht gerecht. Ganz im Gegenteil, dieser Gesetzentwurf der Fraktion der Linken ist verfassungsrechtlich höchst problematisch. Er beginnt damit, dass er einen Bundesbeauftragten für Interessenvertretung installieren möchte. Gut, das sei noch mal hingenommen. Und auch die Breite der Daten, die Sie einfordern, das mag auch noch im Rahmen dessen liegen, was zulässig ist. Aber dass Sie in § 11 Absatz 5 Ihres Gesetzgebungsentwurfs die Möglichkeit zulassen, dass der Bundesbeauftragte Wohnungen und Geschäftsräume von Verbänden und Unternehmen jederzeit betreten darf, und zwar ohne richterlichen Beschluss, das verstößt, meine Damen und Herren, gegen das Recht auf Schutz der Wohnungs- und Geschäftsräume. Das ist schlichtweg ein verfassungsfeindlicher Vorschlag. Ich möchte daran erinnern, dass es in unserem Rechtsstaat den sogenannten Richtervorbehalt gibt und dass Sie den Beschluss eines Richters brauchen oder im Einfall einer Staatsanwaltschaft, wenn Sie Geschäftsräume durchsuchen wollen. Dass Sie das hier völlig vergessen und negieren, zeigt, dass es Ihnen nicht auf rechtsstaatliche Sorgfalt ankam, sondern auf einen schnell gestrickten Gesetzentwurf mit ziemlich heißer Nadel. Ich muss auch kritisieren, dass die Vorteilsabschöpfung und die Geldbußen ziemlich außerhalb jeden Verhältnisses stehen. In diesem Gesetzentwurf fordern Sie, dass bis zu 10% des weltweiten Umsatzes eines Unternehmens als Geldbuße für die fehlerhafte Registrierung angenommen werden kann. Da muss ich sagen, passt da noch die Verhältnismäßigkeit? Möglicherweise Milliarden Geldbußen für eine fehlerhafte Angabe. Aber abgesehen davon, was viel verwerflicher ist, dass Sie in diesem Gesetzentwurf keine einzige Rechtsschutzmöglichkeit für diejenigen einbauen, die von dieser Geldbuße betroffen sind. Und dass in der Tat diese Geldbuße nicht irgendein unabhängiges Gericht festsetzt, sondern dieser Bundesbeauftragte selber, das hat mit Gewaltenteilung und mit Rechtsstaatlichkeit auch nichts zu tun. Und auch da ist der Gesetzentwurf ziemlich schlecht. Das ist schon ein Ding.
Meine Damen und Herren, natürlich gibt es im Bereich der Interessenvertretung noch Verbesserungsbedarf. Wir können darüber sprechen, ob wir die Verbänderegistrierung, die es seit 1992 gibt, ob wir sie nicht verbessern durch weitere Möglichkeiten der Information anreichen. Wir müssen auch sprechen über die Finanzierung von Lobbyorganisationen oder auch von NGOs. Die Vorkommnisse um Oxfam beispielsweise haben ganz klar deutlich gemacht, dass wir einen Nachholbedarf haben, auch darauf zu schauen, wie sich sogenannte NGOs finanzieren und was sie mit ihrem Geld machen. Wir sollten auch bei NGOs ähnlich transparent sein, wie wir es bei Parteispenden sind. Die Transparenz in diesem Bereich hat sicherlich noch Nachholbedarf. Aber insgesamt, meine Damen und Herren, dürfen wir eines nicht vergessen. Der Wert des freien Mandates und die freie Interessenvertretung auch der Bürger sind in einen Einklang zu bringen. Und letzten Endes rechtfertigen wir uns vor den Medien und vor den Bürgern. Aber das sollte nicht Anlass sein, einen schlechten und verfassungswidrigen Gesetzentwurf vorzulegen. Deswegen werden wir Ihren Entwurf ablehnen. Herzlichen Dank. Die letzte Rednerin in der Debatte ist die Kollegin Sonja Steffen von der SPD-Fraktion.